Hallo, mein Name ist Jessica und ich arbeite als Online-Marketing-Spezialistin bei der internationalen Online-Marketing-Agentur eVisions Advertising. Heute möchte ich euch eines der Online-Marketing-Basics erklären. Und zwar soll mein heutiges Video die Frage beantworten, was ist CEO? In den Suchergebnissen bei Google ganz oben stehen. Das möchte wohl jeder Website-Betreiber. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann dafür zahlen, dass die Suchmaschine die eigene Webseite ganz oben anzeigt. Zweitens, man kann auch versuchen, den natürlichen Weg einzuschlagen und so die Webseite langfristig in der Trefferliste, in den sogenannten Rankings, ganz oben anzeigen zu lassen. Letzteres ist auch das Ziel der Suchmaschinenoptimierung oder auch besser bekannt als Search Engine Optimization, kurz gesagt CEO. Langfristig gute Ergebnisse in den Rankings zu erzielen, heißt aber auch langfristige gute Arbeit. Wieso? Stellt euch eure Webseite als ein gutes Gericht vor. Nutzt du hochwertige, qualitativ gute Produkte, wird dein Essen auch überzeugen. Greifst du eher zu Fertigprodukten und schnellen Lösungen, ist das Gesamtergebnis schlechter. Ergo, gute Komponenten führen zu einem guten Gesamtergebnis. Diese Komponenten, welche die Qualität einer Webseite ausmachen, nennt man im SEO On-Page-Faktoren. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um Dinge, die direkt auf der Webseite und durch den Website-Betreiber beeinflusst werden können. Dazu zählen Dinge wie eine gute technische Umsetzung der Webseite, eine gute Navigation oder auch die interne Verlinkung. Befinden auch die User eure Webseite für gut, werden sie eure Inhalte kommentieren und verbreiten. So schafft ihr quasi viele kleine Empfehlungen für eure Seite. Diesen Bereich nennt man Off-Page-Optimierung. Jede Empfehlung, die meist durch die Platzierung von Links ausgesprochen wird, steigert das Ansehen der Webseite. Im Fachjargon nennt man das auch Link-Building. So, und jetzt kommt die Suchmaschine ins Spiel. Sie betrachtet jede Webseite im World Wide Web genau und berücksichtigt, welche Seiten besonders gern und häufig genutzt werden und welche Seiten besonders oft empfohlen worden sind. Also, auf welche Seite häufig verlinkt wurde. Aber aufgepasst! Gleichzeitig merkt sich die Suchmaschine auch, ob bestimmte Webseiten auf fehlerhafte oder nicht so gute Seiten verwiesen haben. Diese werden dann von der Suchmaschine ignoriert oder bekommen sogar Abstrafungen. Empfehlen aber viele gute und vertrauenswürdige Seiten deine Webseite, gibt die Suchmaschine dir einen guten Platz im Suchmaschinenranking. Um also nachhaltig in den Rankings ganz oben mit dabei zu sein, müssen sowohl On-Page- als auch Off-Page-Faktoren berücksichtigt werden und stimmen. Das ist SEO. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein grobes Bild vermitteln, was SEO ist. Wollt ihr noch weitere Infos rund ums Thema Online-Marketing bekommen? Dann schaut auch auf unserem Blog vorbei oder schreibt uns auch einfach gerne bei Fragen. Tschüss!